ein Wort von dir und ich bin da. Flieg mit dir zu den Sternen frei. Yeah. Wir sind als Webradio gestartet im Jahr 2004 und sind seit 2014 dann als Lokalsender hier für den Landkreis Göppingen eben auch auf UKW. Genau, sollten wir dazu sagen, auf Kabel 99.2 und weltweit auf www.radiofips.de. Da kann man uns hören. Und wie angekündigt, in dieser Stunde wieder mit einem Studiogast. Ich begrüße eine Künstlerin heute bei mir im Studio, die aus Wien angereist ist, nämlich Julia Reich. Hallo, schönen Nachmittag. Hallihallo und danke für die Einladung. Und du bist tatsächlich jetzt heute Vormittag aus Wien hierher gefahren? Genau, Vormittag ist untertrieben, in aller Herrgottsfrühe sind wir losgefahren. Und wie lange wart ihr unterwegs? Jetzt doch gute 6 Stunden, aber mit ein paar Pausen und einem guten Mittagessen geht das. Und du hast erzählt, ihr seid durch Gegenden gefahren, wo Schnee gelegen ist tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Und in Wien hatten wir heute in der Früh auch noch Schnee. Er ist zwar schon am Schmelzen, aber doch, weiße Haube ist da. Also ich bin bei herrlichstem Aprilwetter hier ins Studio gefahren. Mal kam die Sonne raus, dann hat es wieder angefangen zu regnen. Aber ihr habt dann heute auf der Fahrt von Wien bis hierher nach Göppingen eben die volle Bandbreite dessen mitbekommen, was man so im Dezember an Wetter erleben kann. Strand und Sonne wäre auch nicht schlecht gewesen, aber ich glaube, da wünschen wir uns jetzt zu viel um die Jahreszeit. Das wird wahrscheinlich ein bisschen problematisch. Was das Musikalische angeht, haben wir auch die volle Bandbreite von dem, was du so zu bieten hast auf dem Gebiet des Popschlagers. Du hast im vergangenen Jahr ein Album veröffentlicht mit dem Titel Elektrisches Fieber. Genau, so ist es. Daraus werden wir einiges hören in dieser Stunde. Und es gibt auch einen ganz neuen Titel von dir jetzt, der noch nicht auf dem Album mit drauf war, der also wirklich ganz brandaktuell ist. Und den haben wir natürlich auch mit dabei heute. Ja. Ich würde vorschlagen, wir legen los mit dem Elektrischen Fieber, dem Titelsong deines Albums aus dem letzten Jahr. Und dann kommen wir einfach so ein bisschen ins Gespräch. Einverstanden? Jawohl, so machen wir das. Eine Powerfrau aus Österreich bei mir heute zu Gast im Studio, Julia Reich. Und wir haben sie gerade gehört mit dem Titelsong ihres derzeit noch aktuellen Albums Elektrisches Fieber. Und Julia, ich habe gelesen in deiner Bio, da wird gesagt, der Titel des Albums ist Programm und steht perfekt für die Künstlerin und ihre Musik. Mhm. Wie ist das denn zu verstehen? Mir war von Anfang an klar, dass ich Musik machen möchte, die sehr tanzbar ist. Ich komme ja auch aus dem Musical und habe viel getanzt und tanze in all meinen Videos. Und da war es natürlich naheliegend, dass das was Modernes mit viel Pep wird, wo man sich auch gut dazu bewegen kann. Das Album ist vor einem Jahr erschienen, vor 14 Monaten, um genau zu sein, im Oktober 2018. Wie lange haben dein Team und du daran gearbeitet? Also es waren dann doch gute 1,5 Jahre, weil im Laufe so eines Prozesses schreibt man ja viel, dann findet man das toll, am nächsten Tag findet man es vielleicht weniger toll. Also das ist immer ein Prozess, der da voranschreitet und deshalb dauert das seine Zeit. Du und dein Team haben lange dran gearbeitet und viel Herzblut hineingesteckt. Das hört man dem Album auch an. Wir werden in dieser Stunde ja noch einige Songs draus hören. Trotzdem gibt's jetzt, 14 Monate später, schon wieder einen ganz neuen Song von dir, nämlich Wenn die Stunde schlägt. Warum hat jetzt schon die Stunde für einen ganz neuen Song wieder geschlagen? Ja, als Künstler, oder ich kann da auch eigentlich nur von mir sprechen, aber ich glaube, als Künstler hat man immer das Bedürfnis, seinem Publikum was zu geben und mit ihm rauszugehen, was man tut, und ich brenne für das, was ich tue, und ja, deshalb sind wir da dran gesessen und haben gesagt, so, jetzt muss wieder was raus, und ich hatte auch einfach Lust drauf. Das ist, glaube ich, der größte Punkt. Dann schlägt jetzt bei uns die Stunde für deine neue Single hier am Samstagnachmittag auf Radio Fips. Wenn die Stunde schlägt, hier ist mein heutiger Studiogast Julia Reich mit ihrem ganz brandaktuellen Titel. Oh.
Wenn die Stunde schlägt, mein heutiger Studiogast Julia Reich mit ihrem ganz brandaktuellen Song. Und wenn man so ein bisschen auf den Text achtet, es könnte ja in dem Song eigentlich um den Moment gehen, in dem eine Bühnenshow beginnt. Und du, Julia, bist ja sehr viel auf der Livebühne unterwegs und du hast mal in einem früheren Interview gesagt, das Ziel ist, eine astreine Show hinzulegen. Was ist denn für dich eine astreine Show? Also im Moment bin ich eh schon nach Möglichkeit mit Tänzern unterwegs, Was total toll ist für mich, weil ich eben viel getanzt habe und das auch nach wie vor gerne tue. Aber langfristig gesehen wäre es schon ein Traum, mit einer Liveband auf der Bühne zu stehen. Ich bin viel mit Halbplaybacks unterwegs, was auch cool ist, aber so eine große Show mit einer Band und Tänzern auf der Bühne, also das wäre schon ein großer Traum und Wunsch. Du hast auch mal gesagt, dass du dich auf der Bühne wie eine Prinzessin fühlst, wenn du auf der Bühne stehst. Was macht dieses Gefühl für dich aus? Ich liebe am Schlager so, dass ich so Mädchen sein darf. Und ich sage, ich bin die Schlagerprinzessin und ich darf pink sein, ich darf Lebensfreude transportieren. Und das ist das gesamte Gefühl, das da irgendwie dahinter steht für mich. Viele Künstlerinnen und Künstler, die bei mir zu Gast sind, sagen mir, ihnen sei schon immer klar gewesen, dass für sie nichts anderes in Frage kommt, als auf der Bühne zu stehen. Wie war das bei dir? Also bei mir war es auch immer klar. Zuerst haben meine Eltern natürlich ein bisschen gelacht, weil jedes kleine Mädchen will mal Schauspielerin oder Prinzessin oder Sängerin werden. Aber ich bin dann eigentlich kontinuierlich meinen Weg gegangen und sie haben mich auch immer dabei unterstützt. Ich war zuerst lange im Musical unterwegs und danach auf Kreuzfahrtschiffen, wo ich auch mit dem Schlager in Berührung gekommen bin. Und deswegen bin ich dann auch beim Schlager hängen geblieben sozusagen. Der Beruf der Musical-Darstellerin ist ja schon ein sehr anspruchsvoller und auch ein sehr facettenreicher Beruf. Ist es dir schwer gefallen, das dann hinter dir zu lassen, um musikalisch ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen? Ach, ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich froh für all die Skills, sage ich jetzt mal Englisch, die ich da mitbekommen habe, weil Künstler sein und auf der Bühne zu stehen auch viel Disziplin bedeutet und da habe ich im Musical sehr viel gelernt einerseits und für mich ist musikalisch gesehen auch nicht so viel Unterschied. Auch wenn manche Musical-Kollegen jetzt schimpfen würden, wenn ich das sage, aber ich sehe da schon sehr viele Parallelen. Welche zum Beispiel? Eben der deutsche Text und das ist was das Publikum direkt erreicht. Das hat man im Schlager noch mehr als im Musical, aber es ist schon diese Direktheit zum Publikum einfach. Du bist im Sternzeichen des Schütze geboren und über Schützen heißt es ja, dass sie sehr progressiv sind, dass sie Dinge verbessern möchten, noch größere Ziele erreichen und auch nach Veränderung streben. Also dazu passt es ja eigentlich auch ganz gut, was du da erzählst. Ja, das stimmt, das kann man durchaus so sagen. Und da haben wir auch den passenden Song dazu aus deinem aktuellen Album Elektrisches Fieber, nämlich Alles wird neu. Mein heutiger Studiogast ist Julia Reich, eine Künstlerin aus Österreich, die vorhin auch erzählt hat, dass sie ihre Aktivitäten, wenn sie unterwegs ist, gerne auch in einem Videoblog dokumentiert. Und Julia, da gibt es ja in den nächsten Tagen, glaube ich, noch eine ganze Menge zu dokumentieren, denn du bist bis Weihnachten noch viel unterwegs. Genau, ich habe noch einiges vor, bis ich vom Christkind beschenkt werde, dann hoffentlich verdient. Ich bin am Mittwoch in Berlin bei den deutschen Hitcharts, Freitag gibt es dann nochmal einen Auftritt in Wien, Samstag in Kitzbühel und dann begebe ich mich in die Weihnachtspause bis zu Silvester. Und wie feierst du selbst Weihnachten? Also vom Aufwand her eigentlich stressig, dadurch, dass wir 4 Stationen in 2 Tagen abklappern müssen, aber es ist dann doch nicht so stressig, wie es klingt, weil es schön ist, die Zeit mit der Familie zu verbringen und da wird viel gegessen, wie das bei allen wahrscheinlich so ist und darauf freue ich mich auch schon sehr. Und du hast vorhin auch erzählt, du hast vor, jetzt in dieser Saison auch dich ein bisschen beim Wintersport zu erholen und zu entspannen? Genau, seit langem mal wieder. Ich wage mich seit sage und schreibe 7 Jahren mal wieder auf die Skipiste. Okay, da kann man, glaube ich, gespannt sein, ob es nach der Zeit noch funktioniert. Aber ich meine, ich fahre selber nicht Ski, aber ich glaube, es ist ein bisschen so wie das Fahrradfahren. Wenn man es mal gelernt hat, dann verlernt man es auch nicht wieder, oder? Ich hoffe, und da muss ich meinem Ruf als Österreicherin, dass wir alle so gut Skifahren können, natürlich ein bisschen gerecht werden. Und da werde ich mich zusammenreißen, dass es gut klappt. Nach den Weihnachtsfeiertagen geht ja perspektivisch der Blick dann immer schon in Richtung Silvester und Neujahr. Gibt es an Silvester dann erstmal eine große Party bei dir? Ich singe mit meiner Band seit Jahren eigentlich in einem Hotel am Arlberg und da gibt es schon Party, aber eher wieder berufliche Party, was aber toll ist, weil ich meine Musiker sehr gerne mag und da freue ich mich auch, dass ich diesen Abend mit ihnen verbringen kann. Bist du jemand, der Vorsätze fürs neue Jahr fasst?
fürs neue Jahr jetzt nicht unbedingt, aber ich habe prinzipiell sehr viele Vorsätze, die ich immer versuche umzusetzen. Ja, so geht es mir eigentlich auch. Man hat ja immer Pläne und Vorsätze und ich messe jetzt dem Jahreswechsel auch keine so große Bedeutung bei, weil es ja im Prinzip nur Zahlen sind, die sich ändern. Das Leben geht ja eigentlich ganz normal weiter. Ja, wenn ich was hätte, dann wahrscheinlich, dass ich ja so das neue Jahr immer ein bisschen ruhiger angehen lasse und mir auch mal mehr Zeit für mich nehme, aber das klappt nie. Und insofern nehme ich mir das erst gar nicht vor, ist besser. Das ist bei mir ganz genauso. Was sind denn die Pläne jetzt konkret nach der Weihnachtspause? Was wird denn da weiter in Angriff genommen? Also ich werde mir sehr, sehr viel Zeit nehmen, um an meinem zweiten Album zu arbeiten. Das steht auf jeden Fall an und da war ich jetzt auch schon die letzten Wochen dran und ja, dem werde ich mich weiter widmen. Also selber hast du auch wieder Songideen, die du einbringen möchtest in genau, das neue Album? Genau, ich werde am zweiten Album auf jeden Fall noch viel, viel mehr mitschreiben als am ersten, auch mit ganz eigenen Songs am Start sein. Also da gibt es einiges Neues. Für wann ist die Veröffentlichung vorgesehen? Das kann ich noch nicht sagen. Also wir sind jetzt gerade mal am Schreiben und wie ich vorher schon erwähnt habe, es gibt dann viele Sachen, die man schreibt und dann befindet man sie doch wieder für nicht so gut. Und ja, das ist immer ein Prozess. Deshalb traue ich mich da jetzt noch nicht sagen, aber ich bin dran und es wird wohl nicht mehr allzu lang dauern. Also dann drücken wir die Daumen, dass die Arbeiten gut dran vorangehen und wenn es eben mal ein bisschen stockt, dann ist es eben so. Gehört dazu, eben ist ganz normal. Wichtig ist, dass nachher ein schönes und rundes Produkt und ein würdiger Nachfolger für das Debütalbum Elektrisches Fieber dabei herauskommt. Genau. Ich bedanke mich sehr herzlich für deinen Besuch, hat mich sehr gefreut und vielleicht, wenn dein zweites Album da ist, dürfen wir dich dann nochmal hier begrüßen. Vielleicht ergibt sich das. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und natürlich komme ich wieder gerne auch mit dem zweiten Album. Da freuen wir uns jetzt schon drauf, wenn es dann soweit ist und bis dahin haben wir jetzt noch einen Titel aus deinem Debütalbum Elektrisches Fieber, nämlich ein Song, der auch ganz gut zu dir passt. Du befindest dich, was dein Leben und was deine Karriere angeht, im Sommer deines Lebens, auch wenn wir jetzt gerade kalendarisch und witterungstechnisch Spätherbst haben, der dann bald in den Winter übergeht. Aber wir wollen trotzdem die Stunde jetzt beenden mit dem Song Der Sommer meines Lebens von dir. Vielen Dank nochmal, alles Gute für dich, bis zum nächsten Mal. Und dann darf ich mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Das waren 3 Stunden Schwarz-Rot-Gold mit Christoph Schüli. Ich wünsche ein schönes drittes Adventswochenende und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Am nächsten Samstag um 12 Uhr bin ich wieder für Sie da.